Servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Es ist Herbst und wir haben alle genügend Kastanien zum Basteln und die müssen weg. Was ihr nicht bastelt, könnt ihr den Tieren im Wald vorbeibringen. Heute wollen wir uns Kastanienringe bauen und die Kinder sind sicher unglaublich begeistert, die zu gestalten. Eignet sich auch hervorragend für einen Kindergeburtstag. Ihr braucht Kastanien, ein Messer oder Multitool mit einer Ahle, diesen Stechtorn, dann diese Pfeifenputzer, diese bunten und eben so verschiedene Pompons und Kleber. Als erstes fangen wir an, hier unten zwei Löcher reinzubohren mit der Ahle und führen dann dort den Pfeifenputzer durch. Und aus dem machen wir uns dann diesen Ring. So, ihr seht, ich habe jetzt hier unten den Pfeifenputzer durchgeführt, verzwirbelt und zwicke ihn jetzt mit dem Multitool ab. Klack. Und fertig ist der Ring. Und jetzt bekleben wir mit diesen bunten Pompons unsere Kastanien. Und hier seht ihr unsere fertigen, wunderschönen Kastanienringe. Richtige Hinweise. So, liebe Kinderautoren, ihr habt jetzt selbst gesehen, was man Tolles aus Kastanien machen kann. Es müssen nicht immer Männchen und Figuren sein. Ihr könnt auch wunderschöne Ringe mit den Kindern basteln. Wie gesagt, eignet sich hervorragend auch für kleinere Kinder bei einer Geburtstagsfeier. Und das unterscheidet uns von diesen ganzen Affiliate-Klitschen. Die wollen nur an die Provision ran. Wir machen sowas überhaupt nicht. Wir wollen euch zeigen, was ihr mit den Kindern basteln könnt. Und im Gegensatz zu diesen Affiliate-Klitschen haben wir eine Ahnung von Outdoor und von Basteln. Also bleibt uns weiterhin treu, ihr dürft uns gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, uns liken. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder reinschaut bei kinderoutdoor.de. Macht es gut, bis dahin, servus, pfiat euch, euer